Also weil wir gerade darüber gesprochen haben, also nein, auch die Unterschiede zwischen Münchner, also großen Theater oder großstädtischen Theater und kleineren Theater, also meine Erfahrung ist, es gibt keine Provinz. Es gibt natürlich Provinz und natürlich ist in München ein anderer Zug drin in den Theatern, aber ich habe in München, beispielsweise in München, Berlin, in Großstädten, wahnsinnig viel Theater gesehen und da ist ganz viel Mist dabei, Sachen, wo man sich wirklich ans Hirn greift, wo man sagt, das kann doch nicht wahr sein. Und dann natürlich die Highlights und da ist das ist dann schon Großstadttheater. Es ist jetzt schwer, diesen Begriff zu definieren, aber das hat dann schon so einen ganz besonderen Sog und ganz besondere Ausstrahlung. Allerdings habe ich auch, ich war in Göttingen, das ist so, sagen wir mal, die mittlere Provinz, ich war in Nürnberg, ich war in Wuppertal, ich war also an vielen mittleren sogenannten Provinztheatern, da gibt es sehr, sehr viele Leute, die mit viel, viel Lust und Laune und auch mit viel Können Theater machen, also so ist nicht. Und wir haben, oder in Fürth war ich jetzt und werde wieder was dort machen. Das ist eine ganz besondere. Und das Publikum ist auch ähnlich oder ist es vielleicht weniger kritisch oder dankbarer? Ich bin kein Freund dieses Komparativs, also das ist weniger oder mehr, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, das klingt jetzt so banal und so wie ein Klischee, aber ich weiß nur, wenn du wirklich gutes Theater machst und überzeugtes Theater machst und überzeugt spielst, dass es eigentlich überall honoriert wird. Also da bin ich fest davon überzeugt. Natürlich gibt es dann Sachen, wo du fest davon überzeugt bist, wo du gut bist und wo was toll ist und dann kommt es nicht an. Das gibt es auch. Aber das ist eigentlich die Ausnahme. Also insofern, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, das ist, je authentischer du bist, desto besser. Du kannst, also ich mache auch Sachen, wo ich, die mir Spaß machen, die auch winzig klein sind, also die nichts groß, keinen großen Glamour haben oder sowas. Aber das mache ich dann, sowas mache ich nur aus Überzeugung, weil es mir Spaß macht. Und ich habe nur wirklich auch an großen Theatern gespielt und ich spiele ja auch nach wie vor immer wieder an großen Theatern. Da wird auch nur mit Wasser gekocht. Aber es ist natürlich auch schon ein großer Genuss, mit so Ausnahmeregisseuren zum Beispiel zu arbeiten und mit Ausnahmeschauspielern. Das ist auch toll. So ist es auch wieder nicht.